Ihr seht hier das neue Motorola Atrix, mit welchem man auch mobil ins Internet gehen kann. Eine Internetverbindung ist dabei über GPRS, UMTS sowie HSDPA und HSUPA möglich und natürlich auch über WLAN-Konvenznetz. Und wie das Ganze ausschaut, das sehen wir uns jetzt mal genauer an. So, dafür löse ich erst nochmal die Tastensperre. Und dann gehen wir einfach ins Menü und können dann hier oben unseren Browser anwählen. Dann gelangen wir erstmal auf unsere Startseite. Das ist in diesem Fall Google. Wir können das Handy auch direkt quernehmen, je nachdem, wie euch das natürlich besser gefällt. So, und dann geben wir hier einfach eine andere URL ein. Wir sagen jetzt mal Handy -mc.de und hier unten los. So, und ihr seht schon, wir sind jetzt über WLAN im Netz und da beträgt die Ladezeit wirklich nur ein paar Sekunden. Das geht recht flott und ihr seht schon, dass das echt eine super Qualität ist. Man kann sich ganz leicht hier drauf bewegen und natürlich verfügt das Handy auch über Pinch to Zoom. Das heißt, wir können ganz einfach mit zwei Fingern näher ranzoomen und genauso wieder wegzoomen. Das funktioniert alles ganz klasse. Also soweit gibt es da keine Probleme. Und wir können natürlich auch mehrere Fenster gleichzeitig öffnen. Dafür gehe ich hier vorne auf unsere Optionen. Dann haben wir hier zum Beispiel, können wir ein neues Fenster öffnen, Lesezeichen aufrufen, zwischen den Fenstern wechseln. Wir können die Seite aktualisieren. Und hier haben wir noch mehrere Optionen wie Lesezeichen hinzufügen, etwas auf der Seite suchen, eine Verknüpfung auf den Startbildschirm legen, die Seite speichern, Text auswählen und verschiedene andere Einstellungen. Also da kann man ordentlich was mitmachen. Wir gehen mal auf ein neues Fenster. Da sind wir jetzt bei Google drin und möchten jetzt gerne zu YouTube. Wählen das Ganze dann an. Auch das geht super schnell. Und wenn wir jetzt nochmal hier drauf gehen und auf Fenster klicken, sehen wir dann hier unsere beiden Fenster, die wir geöffnet haben und können zwischen den beiden ganz beliebig hin und her klicken. Und so können wir natürlich ganz viele Fenster offen haben und ganz viele verschiedene Anwendungen gleichzeitig machen. Ja, wie ihr seht, das Internet funktioniert klasse. Da kann man wirklich nichts dran aussetzen. Und auch natürlich in dem Format funktioniert das ganz super und man kann sich klasse auf der Seite hin und her bewegen.